Guten Tag, liebe Leute. Heute mal mein Schultertraining. Wir fangen hier an mit der Grundübung für die Schultern, der Military Press. Und das ist kein Aufwärmen. Das sollte eigentlich schon der erste Arbeitssatz sein. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass es sehr leicht ist und habe dann später auch noch das Gewicht hochgeschraubt. Also vorher habe ich wirklich, weiß nicht, 2, 3 Sätze nur mit der Stange gemacht und dann habe ich hier auch noch ein paar Sätze nur mit 40 Kilo gemacht und dann habe ich aber gemerkt, okay, da wären wesentlich mehr Wiederholungen drin gewesen, also 10 aufwärts oder so, und das ist dann kein Arbeitsgewicht mehr. Deswegen das hier und das, also 50 Kilo jetzt, das ging 5 Wiederholungen oder auch mehr, da könnt ihr euch sicherlich demnächst auch noch mal gucken, das Gewicht noch mal ein bisschen zu erhöhen. Und ja, dann bin ich da sicherlich auf einem guten Weg. Also ich mache Military Press auch noch nicht lange, wobei man schafft natürlich auch aus dieser stehenden Position nicht so viel Gewicht. Wenn man sich halt dran gewöhnt, dann geht das schon. Aber man muss halt regelmäßig machen und so und die Technik richtig beherrschen. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht so stark drin. Aber weiß nicht. 100 Kilo kann man, denke ich mal, sicherlich schon als Ziel setzen für die nächste Zeit, so insgesamt für Military Press. Ja, im Moment halt noch 50 Kilo, aber das geht halt noch relativ in Ordnung und ich habe da auch schon gute Fortschritte gemacht. So, dann als Übung direkt im Anschluss weiter im Squat Rack Upright Rows für die seitlichen Schultern. Das ist jetzt sofort einfach wieder nur noch Bodybuilding Style. Also das heißt auf Muskelmasse trainieren, weil sonst außer halt irgendwie Military Press ist halt, sag ich jetzt mal, Schultern nicht unbedingt so der Bereich, in dem man so Kraftübungen hat oder die man unbedingt braucht für andere Übungen, für andere Kraftübungen, Powerlifting-Übungen. Und deswegen Schultern sind halt aber auch sehr wichtig für die Optik. Und deswegen nutze ich halt mein Schultertraining, um halt große Schultern zu bekommen, um schöne, große, runde Schultern zu bekommen. Und da die einen ja auch breiter lassen, also die lassen einen so breiter aussehen, so geben einem halt diese typische V-Form, und deswegen arbeite ich jetzt sehr stark an meinen seitlichen Schultern. Das ist nämlich, denke ich, auch das, was bei mir am meisten noch zurückhängt. Und ja, deswegen schön viel seitliche Schultern. Ich weiß, ich habe jetzt auch nicht alle Sätze aufgenommen. Das sind halt, ja, hab da halt einige gemacht. Immer, weiß nicht, durchaus auch 4, 5 Sätze pro Übung. Je nachdem, also hier könnt ihr dann aber auch normal Bodybuilding-Style trainieren mit kürzeren Pausen und Wiederholungen um die 10. Als nächste Übung haben wir dann wieder was für die vorderen Schultern. Das war früher eigentlich immer meine Masseübung, wo ich halt versucht habe, mich in dem Gewicht zu steigern. Und ja, das geht jetzt auch einigermaßen. Ich glaube, ich trainiere jetzt gerade mit 32,5. Später mache ich dann noch einmal 35 Kilo. Ich habe schon mal 40 gemacht, aber jetzt so allein, und weiß ich, bin jetzt nicht gerade so stark, wegen auch ein bisschen Defi-Initionsphase und so. Und deswegen ist jetzt nicht gerade sozusagen maximale Power angesagt. Deswegen 32 Kilo, einmal ein Satz mit 35 Kilo. Aber davon halt auch ein paar. Ja, also ich finde die Übung halt sehr schön. Ich habe hier den Sitz ein bisschen nach hinten gemacht. Ich finde das irgendwie angenehmer, so, anstatt jetzt sich komplett so nach vorne, also komplett aufrecht, meine ich, zu setzen. Das mag ich irgendwie nicht, das finde ich relativ unangenehm. Und ich denke, das geht hier nicht weniger auf die Schultern. Möglicherweise geht es noch ein ganz klein bisschen auf die obere Brust, je nachdem, wie stark man jetzt ein Hohlkreuz macht. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht schlimm. So, und jetzt kommen wir wieder zu einer Übung für die seitlichen Schultern. Die habe ich auch letztens erst entdeckt, aber die ist von der Logik her eigentlich eine der besten seitlichen Übungen. Also halt eine Übung, wo man sich halt wirklich sehr gut drauf konzentrieren kann und die halt genau, sag ich jetzt mal, auf diesen einen
Punkt sich konzentriert, na, wie sage ich das, dass halt die Schulter nur bei einem bestimmten Bewegungsradius aktiv ist. Also wenn ihr jetzt eine normale Seite macht, was ich dann auch noch mache, dann ist das ja so, dass die eigentliche Schultermuskel nur aktiv ist bis knapp unter parallel. Also wenn man sozusagen die Arme über parallel hat, dann ist es eigentlich hauptsächlich der Nacken, der zieht. Und den will man eigentlich nicht unbedingt trainieren, sondern man will eigentlich die seitlichen Schultern trainieren. Und hier nimmt man halt den Nacken raus und trainiert halt nur diesen unteren Bereich, indem man sich so hinlegt und dann mit der Kurzhantel, die auch relativ wenig Gewicht haben kann, dann konzentriert sich halt genau auf diesen unteren Bereich und ja, spürt da halt genau den seitlichen Muskel. Hier mache ich jetzt nochmal, wie heißt es, Seitheben, das klassische Seitheben. Das kann man natürlich auch noch machen. Und aber hier ist sozusagen ein Tipp, um die seitlichen Schultern besser zu treffen, ist mehr Gewicht zu nehmen. Weil wenn man sich das genau anschaut, wenn man sozusagen wenig Gewicht macht und die Übung langsam ausführt, dann hat man sozusagen in dem unteren Bereich, der eigentlich die seitlichen Schultern trainiert, hat man kaum Belastung auf den seitlichen Schultern oder kaum Energie. Und sozusagen richtig schwer wird es erst ab knapp bei parallel um parallel rum, weil man sozusagen da die Hantel erst richtig von oben nach unten bewegt. Und um das halt sozusagen auszuschalten, kann man sozusagen schweres Gewicht nehmen und dann dieses Schwung holen unten, und das hier ist dann eigentlich das Training für die seitlichen Schultern. Und dann geht man auch gar nicht mehr bis zu parallel, also ich gehe hier auch gar nicht bis zu parallel, bleibe hier bis unter parallel. Und ja, das merkt man dann halt richtig. Gut, das war's dann erstmal. Hoffe, ihr habt es verstanden. Bis dann. Ciao.